Willkommen zu Let's Play Lovely Planet. Ich bin Score47 1CP und ihr habt vermutlich ewig nichts mehr von mir gehört. Ich lebe, aber ich lebe mehr auf PS3 und mittlerweile auch Wii U. Zu Wii U. Ich spiele momentan nicht schon ziemlich viel Smash Bros. Und bin auch langsam verdammt gut. Wenn jemand von euch das Spiel auch besitzt, schreibt mich gerne an. Ich füge euch gerne hinzu. Ich brauche Gegner. Auf jeden Fall, ich bin letztens einfach mal wieder, ja, ich nehme ja öfters mit dem guten Max auf, in Splash-Videos, und irgendwie habe ich jetzt auch mal wieder Lust bekommen, irgendwas aufzunehmen, aber ich frage jetzt, was kann ich spielen? Denn irgendwie, alles, was die Leute sehen wollen, sind aktuelle Spiele, und sie laufen eher weniger auf meinem Laptop, weil mein Laptop ein bisschen älter ist, und ich halt meine Kapazitäten auf die Konsolen ausgelegt habe, und ich habe leider keinen Grabber. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal. Auf jeden Fall, durch das letzte oder vorletzte Humble Bundle bin ich an das Spiel Lovely Planet angekommen und ich habe keine Ahnung, was es ist. Es sieht komisch aus. Man denkt ein bisschen auf Japanisch und wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich habe echt keine Ahnung, wie das Spiel geht. So, hier, super. Was denkt ihr darüber? Was sagt euch dieses Bild überhaupt aus? Das ist eine Frage, die euch an das Herz geht. Naja, auf jeden Fall spielen wir es einfach mal. Ja, gut. So. Jetzt passiert irgendwas. Cooler, eckiger Planet. Das ist wahrscheinlich der Lovely Planet, von dem das Spiel geht. Okay, vielleicht Cancel. Warum auch immer. Und welcher Flug? Was? Komischer Zaun und Häuser. Und noch mehr Flüge, die wir kennen. Was? Okay. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wow. Okay. Was? Ah, okay, das Spiel ist wirklich etwas fixer, wie ich merke. Und das ist wahrscheinlich, das wird auch wahrscheinlich ein Speedrunner-Game sein. So cool, wie man springen kann und so weiter. Naja, probieren wir mal. Destroy all baddies. Was? Ist einfach ein Schwupp? Ein Totschwupp? Wow, er kann schießen. Schwupp. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, da sterbe ich. Okay. Dieses Spiel, ey. Also, momentan finde ich das cool. Ich bin das extrem abgefahren. Ich habe einen Stern. Oh, Controller, bitte geh weg. Mein Xbox-Controller ist ja jemand. Ja, ich bin echt offen, was Konsolen geht. Hab eine Wii U da stehen. Ein PS3. Und benutze Gamecube-Controller auf dem PC. Ah ja, und falls es wen interessiert, eine PS2, eine Gamecube und momentan eine Dreamcast und ein Super Nintendo habe ich auch. Erst heute habe ich Super Nintendo wieder gespielt. Na? Zwei Sterne! Drei Sterne! Wow! Nice. Okay. Oh, what the... Okay, ich sterbe mal kurz, damit ich neu starten kann, ja. Warte, was? Ah, wahrscheinlich sind sie gut. Ich beginne zu verstehen. Hä? Die sehen alle gleich aus. Okay. Wieder nur ein Stern. Wahrscheinlich kann man da abartigste machen. Wenn ihr wollt, dass ich das Spiel auf 3 Sterne immer durchspiele, dann müsst ihr das schreiben, dann kann ich das natürlich auch versuchen. Also ist das wieder ein 2 Sterne Run gewesen. Also ich spiele das Spiel, wie gesagt, blind. Ich habe keine Ahnung. Okay, wenn ich schnell tippe, kann ich auch wirklich spammen. Was ist geschehen? Okay. Die roten Klötze töten. Deswegen mache ich noch ein bisschen Neustarter. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt notwendig ist, sie zu killen, die Sachen. Na egal. Ich mache es einfach. 2 Sterne. Okay, das war wieder falsch. Was? Du weißt? Yay. Warte mal. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Also
Also mit der. Oh fuck! Warte mal. Auch er kann nicht respawnen, alles klar. Also mit der Quake-liken Sichtgröße und der Geschwindigkeit ist das echt so ein richtiges Speedrunner-Spiel, das ist cool. Einen Moment, oder? Ach, egal. Ich habe mal Welle. Oh, fuck! Oh, danke. Das ist nett, dass das Spiel mir das einfach so easy sagt. Was? Was ist das? Oh, das war jetzt dumm. Das Spiel hat mich gerade getrollt. Lol. Das war dumm. Aber vielleicht ist er tatsächlich was, ich schaue mal nach. Ich müsste schon mal dieser Lovely Planet. Der Wolke. Ah, okay, da ist nichts. Ach, jetzt mal. Diese Musik, ey. Was? Also ich verstehe dieses Spiel ehrlich gesagt noch nicht. Also mir ist einfach gar nichts erklärt worden. Es sieht alles super niedlich aus und irgendwie geht es darum, Sachen zu töten und das. Also der Stil vom Spiel ist ziemlich cool, dass es so wie aussieht, wie es halt aussieht. Oh, komm, ja. So. Das war auch ein Humble Bundle, worum es wirklich darum geht, um schöne Spiele. Also heißt nicht so Far Cry 4 oder GTA 5 mäßig so Grafik, push it to the limit, sondern einfach cooler Stil, so wie bei Wind Waker zum Beispiel oder Mirror's Edge. Mist One Baddie. Oh, okay. Es ist nicht optional. Die Teile sind optional. Jetzt müsste ich beide haben. Na? Zwei Steine, okay. Ich will kurz was ausprobieren. Ich will mal gucken. Ja. Ob ich ein bisschen was verändern kann an Auflösung und sowas. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe die Auflösung ein bisschen verändert und auf Fullscreen gestellt, was ich irgendwie vorher nicht hatte. Und jetzt finde ich das noch ein bisschen besser. Und ich habe diesen Außensensitivität einen Ticken höher gestellt, aber das wird jetzt für euch absolut keinen Unterschied machen. So. Falls wir das Level noch nicht hatten, jetzt haben wir es. Und ich glaube, wir hatten es. So, okay. Wo muss ich hier lang? Ach, das hatten wir doch auch schon. Ja, ich bin gerade ein bisschen blöd. Das wird nicht. Ich glaube, ich kann jederzeit auf alle Levels irgendwie zugreifen in den Kapitel. Ah, ich hätte die Level auswählen zeigen müssen. Warte mal. Hier, Cube. Ja, so sieht das in etwa aus. Sieht alles sehr komisch aus. So. Wir müssten jetzt. Nee. Den Living Room hatten wir, glaube ich. Jetzt müssen wir da hin. Ach fuck. Ach fuck. Mann! Kann doch nicht wahr sein. Okay. Das Spiel, was gerade eben noch so einfach wirkte, wird jetzt ein bisschen schwieriger. So. Ah. So, da bin ich jetzt und ja, es geht jetzt ein Ticken flüssiger. Gut, was sind das überhaupt für Teile, sind das Tomaten? Die quadratisch sind, ich weiß es echt nicht. Na, ein Stern. Nö, damit lebe ich nicht. Vermutlich brauche ich dafür eine bessere Route oder sowas hier so. Komm. Ach, fuck. Ah ja, und ich habe diesen Timer da eingestellt, wie ihr sehen könnt. Das ist. Naja, es bringt irgendwie nicht sehr viel, aber. Naja. Das ist jetzt trotzdem drin, ihr könnt nichts dagegen tun. Rein gar nichts. Und. Na? Zwei Sterne, okay. Damit kann ich schon eher leben. Also ich muss sagen, das Spiel macht doch irgendwie Spaß. Wollen Sie das? Ich mag diesen Stil einfach. Es ist so extrem simpel und einfach so super pseudo-japanisch, aber ich mag japanisch. Es geschieht immer öfter, dass ich einfach abends keine Lust habe, mir irgendwas anzuziehen, laufe ich einfach ein Kimono rum. Ja, ich habe ein Kimono übrigens. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Eigentlich müsste ich das ganze Let's Play über Kawaii schreien, aber naja. Das lassen wir mal. Okay, die Route war schon mal scheiße. Aber noch trotzdem zwei Sterne. Ja, dann kriegt man es auch besser hin. Okay, ich merke schon, wenn man sich zumindest ein Ticken mehr damit beschäftigt, dann kann man echt richtig heftige Zeiten raushauen und das extrem kompetitiv spielen. Habe ich einen vergessen?
Nein, aber ich habe auch keine beste Zeit. Also doch, aber ich habe nicht mehr Prozent. Warte mal. Ich verstehe die Anzeigen da nicht mit Q12. Ach, egal. Weiter unten. Geht wahrscheinlich noch egal. Probier's nochmal. Ah, was zur Hölle? Was? Wieso ist dieses Spiel eigentlich so derbe abgefahren, wirklich? Das ist einfach so alles in Japan, das, wo man so einfach so sagt, warum. Aber ich weiß, ey. Ich weiß gar nicht, ob das auch aus Japan ist. Oder ob einfach wirklich man versucht, nur super japanisch zu sein. Das wäre eigentlich interessant, weil es ist dann so, von wegen, so nimmt der Rest der Welt Japan auf. Ja, ich hab's immer nicht besser geschafft. Naja, egal, machen wir mal weiter. Das ist gerade einfach so ein Speedrunner-Spiel. What the? Was ist gerade geschehen? Schau mich nicht so an. Das ist so ein Speedrunner-Spiel, das Play. Das ist eigentlich auch schon nicht schlecht. Komm, run, was auch noch. Na? Zwei Stellen, okay. Dann kann ich leben. Wie gesagt, ihr müsst es nur schreiben, wenn ihr wirklich wollt, dass ich einen 3-Sterne-Run mache. Das wird dann. Dann wird das Spiel auf jeden Fall ein bisschen länger dauern, aber naja. Naja. Okay. Also es geht dann so weiter. So. Okay. Ich weiß nicht, warum es mir anbietet, aber na gut. Wow, dann weiß ich schon, wie es lang geht und dann sterbe ich trotzdem. Kann doch nicht wahr sein. Okay. Ah! Apfel, Tomate, whatever. Noch ein Apfel. Das war ein Apfel, ja. Warum bin ich gestorben? Naja. Vielleicht sterbe ich, wenn der Apfel aufkommt. Das könnte es natürlich sein. Welchen Sinn auch immer das macht. Und 8 Sekunden. Keine 3 Sterne. Ne, ich bin enttäuscht. Jetzt wollte ich nochmal. Ah, ja, ich bin so. Press and hold space. Okay, super um die Ecke, super viel springen, dann ist da ein Typ, dann ist da wieder so eine Paprika, dann wieder eine Tomate und eine Paprika, dann wieder eine Tomate, und noch eine Tomate und ein Ziel. Hab ich alles vergessen. Ich krieg das ja, oh, was drücke ich die ganze Zeit, ich weiß echt nicht, wo ich überhaupt existiere. Okay, wenn ich super schnell springen will, dann kacke ich. Diese. What the? Was? Warum? Na gut, egal. Okay, das war ein bisschen schlecht und. Nein! Mist, diese blöden Tomaten, ey. Warum tun die das immer? Na, komm, komm. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es niemand aufgefallen sein, weil niemand in dieser Szene ist. Das, so ein bisschen Quake-like. Ah! Was? Die ganze Zeit mit, wie beim Bunny-Hopping irgendwie mein Sichtfeld rumdrehe. Da ich beim Portal 2 auch mal Bunny-Hopping gelernt habe, fuck. Und deswegen mache ich das irgendwie schon intuitiv, teilweise. Oh. Ich glaube, den Einsprung kann man da überspringen, das muss ich auch mal probieren. Naja, jetzt muss ich den so überspringen. Nein, man kann ihn nicht überspringen. Und ich drücke immer wieder R. Ich mag das nicht, wenn das Level nicht instant startet, sondern in diesen. Oh. Warum freuen die sich? Hä? Ja, jetzt haben die sich nicht. Warte mal. Freuen die sich, wenn ich hier sterbe? Nein. Ach, was auch immer. Aber ich muss sagen, das ist ein echt. Oh, fuck. Echt cooles Spiel. Ich werde gleich sogar ein Review auf Steam dazu schreiben, damit Leute das mögen. Weil das ist echt eine sehr, sehr erfrischende. Sehr erfrischende Erlebnis. War das verdammt. Vor allem mit der Mucke und dem Stil. Ah, wer schreibt mir noch? Skype, du hast ihn voll ruiniert. Vielen Dank. Ah! Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seit ich mich angefangen aufzunehmen. Ich glaube, nach dem Level beende ich den Part einfach mal. Mit diesem. Ich glaube, zu viel von diesen abgefahrenen Spielen sollte man sich auch nicht auf einmal geben. Das ist dann zu eurer und meiner Gesundheit. Und da drüben. Guck, guck, guck. Ja, und jetzt noch der um die Ecke. Na. Wie viele Sterne? Komm, komm, komm.
Das ist super enttäuschend, wirklich. Das ist so richtig enttäuschend. Ah, wir sind jetzt mit der Stadt durch und können jetzt zur Village. War das schon das erste Level der Village? Warte mal. Warum liegt da eine scheiß Katana? Bitte! Oh, jetzt haben wir sogar ein anderes Lied. Okay. Die Village ist nicht für jetzt oder für heute, wie man auch immer das aufnehmen möchte. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel ist. Und wenn es da hinten auch weitergeht, dann hab ich auch nicht was zu tun. Okay, das Spiel muss auch Content haben, weil ansonsten wäre es kurz. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen viel Spaß mit diesem Spiel haben. Also schreibt mir, was ihr zu diesem Spiel haltet, ob ich das weiterspielen sollte. Also ich hätte Lust. Aber ich würde es auch genauso gut alleine spielen. Aber vielleicht wollt ihr mich endlich mal wieder hören. Ich weiß es nicht. Deswegen verabschiede ich mich erstmal. Tschüss, alles klar, wie im 1 MP.